So, warte. Jetzt. Hi. Gut. So, dann schauen wir mal. Hier geht's raus. Doch nicht. Ah, hier ist wahrscheinlich mein Zimmer. Geil. Noch mehr lesen. Juhu. Vor langer Zeit wurde die Luft um den Planeten Entsetzlichkeit. Klimaerwärmung. Ohne Fell oder Federn, um sich zu wärmen, fror die Sonne erbärmlich. Oh, das ist süß. Sie beschloss, die Flammen so hoch und heiß wie möglich brennen zu lassen, um sich zu wärmen. Die Sonne arbeitete Tag und Nacht, um ihre Flammen am Leben zu erhalten. Die gigantischen Flammen reichten bis auf den Boden unseres Planeten und begannen, Lebewesen zu verglühen. Feuer wütete, sie zerstörte Häuser und Wälder, aber die Sonne war so erschöpft, um es zu bemerken. Voller Sorge entschieden die Pflanzen und Kreaturen, ihr zu helfen. Gemeinsam sammelten sie Zweige, Blätter, Fell und Federn. Ist das süß! Und woben sie zu einem gigantischen Laken. Sie hüllten das Laken in Lehm, um es vor dem Feuer zu schützen. Anschließend hoben sie Bäume, die. Was? Anschließend hoben die Bäume die gewobene, ach so, mächtige Masse in den Himmel. Nimm diese Decke, um dich zu wärmen, riefen die Wesen. Die Sonne kuschelte sich in die Decke und wickelte sich fest ein. Ihre Flammen kühlten ab und löschten, wodurch der Planet und seine Kreaturen endlich wieder in Dunkelheit gehüllt waren. Ist es gut? Als die Sonne aus ihrem Schlaf erwachte, kam auch ihr goldenes Licht zu den Lebewesen zurück. Sie tanzten und sangen dankbar, dass ihr Geschenk gewirkt hatte. Und das ist die Geschichte der Sonnendecke, die sie bis heute jeden Tag benutzt. Süß. Sehr süß. Hey! Welcome back! Yay! So, wir können schlafen gehen. Aber ich weiß nicht, ob ich das noch will oder ob ich das will. Aber ich weiß auch nicht, was wir sonst machen. Warte mal. Hier ist es nicht. Warte, aber es ist doch noch nicht Abend, oder? Es muss doch irgendwas noch geben. Okay, es ist Abend. Gute Nacht. So, dann schlafen wir mal. Wann soll ich aufwachen? Ich bin mal sehr unrealistisch und sag 6 Uhr. Rasten. Benutze ein Bett. Oder ein Zelt, um die Nacht. Ja, das machen wir hier gerade. Mathe lernen ist viel süßer. Was? Achso, fortfahren. Entschuldigung. So. Ja, cool. Da ist noch eine Planke und nee, ein Stoff gekommen. Stoffhase. Entschuldigung, ich muss die ganze Zeit Stoffhase sagen. Der sitzt ja immer noch hier. Hast du dieses Mal nicht draußen, sondern hier geschlafen? I do enjoy this exciting new lifestyle I've adopted. Did I ever tell you about my journey to Lindo? Ja, hast du. Oh, right. I'm sure you have the saga thoroughly memorized. Say, you do some sort of art things, don't you? Do you think you could capture my sheer magnificence on canvas? I'm dying to show my friends what a remarkable traveler I've become. Ich hoffe, er meint sich komplett. Ah. Was? Werbewürdige. Timeout. Gut,
Ja, vielleicht. What stunning taste you have. Be sure to capture every bit of my elegance. Der protzige Patron. Ja, wenn er bezahlt, okay. Also ich meine, he's the king, ne? Also. Du machst es schön umsonst, ja, ja. Ich wette, der sagt es dann auch. Ich will was kaufen, come on. Ich hab mir zu, ja, zu bezahlen, aber ich will was kaufen. So. Oh. Noch was hin. Oh. Eine Spinnkatze. Was für die Merbe. So. Es war einmal eine alte Frau, die betrat einen hohen Turm direkt an der Küste. Ah, wahrscheinlich ist das der Verschlossene. Sie picknickte auf der Spitze und beobachtete das Meer, bis es sehr, sehr spät war. Dann wollte sie zurück nach Hause, um ihre Katze wiederzusehen. Sie ging die Treppe hinunter, doch weil sie so müde war, fiel sie und starb. Wow. Sie wurde zu einem Geist und spuckte in den Turm. Jede Nacht, Entschuldigung. Jede Nacht machte sie das Licht an, damit ihre Katze sie findet. Aber die Katze kommt nicht, weil sie solche Angst vor dem Turm hat. Ende. Oh Mann, voll traurig. Naja. Die alte Frau und ihre Katze. Best Story. Ja, wirklich beste Story. Oh, schön. So. Dann wollen wir mal sehen. Genau, verlassene. Okay, nächtliche Sichtung. Das hätten wir wahrscheinlich jetzt schon machen können in der Nacht, also bevor wir schlafen gegangen wären. Das können wir ja später noch machen. Der protzige Patron. Wichtigtuerische Bursche in Lindora hat mich gebeten, ein Porträt zu malen. Architekt von Lindo ist verschwunden, genau. Tückische Teilchen. Der sein Bruder, genau, das war die Trauben gefüllte Teilchen. Wieso sagen die Teilchen? Wahrscheinlich Google Translate, ne? In Narva treffen wir ihn. Eine zukünftige. Okay. Ja, komm, dann malen wir den kurz. Also, wenn wir den jetzt malen können. Und dann gehen wir nach Narva, würde ich sagen. Na du, Sexbursche hier. Aber kein Akt, ja? Have you decided you'd like to paint a bold adventurer? A bold. What stunning taste you have. Also, kann be sure ich doch to nicht. Capture every bit of my elegance. My garden is filled with all sorts of wriggly critters. Was? Ah. That poor man. He had quite a gruff personality. Not very sociable. But I don't think he meant to offend people. I hope he's very happy, wherever he is. Oh, süß. Gut, die anderen haben wir schon. Okay. Take care now. Dann können wir den aber gar nicht, also jetzt noch nicht malen, oder sollen wir ihn hier malen? Nee, oder? Nee, das meint er sicher nicht. Das meint er sicher nicht. Draußen ist voll windig, voll schön. So. Dann würde ich sagen, gehen wir mal nach Narva, oder kostet das was? Ah, ein Newcomer. In the future. If you're ever in need of carriage to Narva, I said in the future. Okay. I won't take you right now. Warum? You're a newcomer, and you've never been to Narva. It's not so far. And the walk is lovely. Everyone going to Narva for their first time should approach by foot. I won't be the one to cheat you out of an enriching experience.
And if it's the cost of the toll bridge you're worried about, know that you would have to pay it whether you're riding with me or not. If it my ox is strong. Ja, no? Ja, ja. Okay, okay. Macht irgendwo Sinn. Okay, ich kann den doch malen. Ich soll den einfach da in der Ecke malen, oder was? Das ist doch blöd. Ah, okay. Er hat gesagt, ich soll alles von ihm malen. Ja, okay. Dann tut mir leid, aber du bist halt super cool. Wenn es super cool ist. Warte. Ich male ihn so, dann sieht man die Füße. ich mache daraus ein Stillleben. Dann hat man wenigstens was zu schauen. Aber ich will, dass die nicht da ist. Kannst du mal weggehen? Oder ich male ihn von oben. Nee, das ist zu weit weg. Ja, wenigstens mit Wein. Ja, ich kann das Format ändern. Warte mal. Achso. Okay, ich kann das Format ändern. Na gut. Aber vielen Dank. Ich will das Brot drauf haben. Und den Käse. Warte mal, kann ich da drauf? Nee. Ich springe einfach mit meiner... Ja, egal, dann machen wir halt den komplett drauf. Oder so. Bin ich gut oder bin ich gut? Nein. Ich war gerade drauf. Naja, egal. Ja, okay, ich lasse den Tisch weg. Bitte grinsen und malen und... So. Also den Mund habe ich sehr, sehr gut hinbekommen. Ja, wahrscheinlich werde ich hier wirklich länger brauchen. So. Oh my. Oh my. That painting. It's the most perfect thing I've ever seen. I simply must have it. Nein, ich glaube nicht. This is wonderful. My friends will be so jealous of me. I think I'll start a collection of paintings just like this. Can you imagine? An entire wall filled with paintings of me. Freut mich, dass es dir gefällt. So. Ja. Schimmersteine sind das. Schöne Idee. Jetzt könnte ich mir was von ihr leisten, aber ich weiß nicht, ob The salty sea air never gets old. Ich arbeite unter meinen Möglichkeiten, ja. Warenansicht. Certainly. Lindo-Aufguss. Erfüllt von schauerlichen, verträumten Schimmern seines Ursprungs. Gefertigt mit Honig aus Bienenstöcken an East Shades abgelegener Westküste. Hält dich dieses Gebräu am kalten... Ah, das ist cool. Oh, naja, ich kaufe mal beides. So. Gut. 25er Schimmersteine sind echt gut. Und du hast 13 Stunden dafür gebraucht. Na gut. Dann müssen wir uns ranhalten. Aber ich bin sicher, wir brauchen ein bisschen mehr. Entschuldigung. So, wenn du mich nicht karren willst, dann gehe ich halt einfach. Oh. Das ist ein Baumstamm. Das sah fast aus wie so eine Skulptur ein bisschen. So. Wo sind wir hier? Ah, da ist eine Brücke.
Und da hat sie von... Man schafft erst sicher in 6 Stunden oder so. Wie geht's 1 Stunden? Nein, das spazieren wir dann immer. Okay. Oh, da ist ein Hobbithaus. Da ist ein Hobbithaus. Und da ist ein Kerl. Ja, hallo? Ja, hallo? Hello there. Newcomer, are you? No. Trying to get across the bridge, I guess. I hope you've got the glowstones for it. It's not free, you know. The rule is you pay once and you can use it as much as you'd like. Ah, okay. Was machst du hier? Me? I'm a fisher. Ja, I catch fish, I cook fish, I sell fish. You know. But mostly what I do here is fish. Sometimes I like to visit town, but not very often. What's all that you're carrying? Looks heavy. Are you some kind of painter? Also Maler sind hier anscheinend sehr vertreten. You know what? Maybe there's a way you can get the glowstones out of me after all. I fancy that painting you made from the gazebo behind the inn. Real pretty indeed. Maybe you're willing to sell it. Well, how about that? Got myself something fancy. Damn fish aren't biting. Ah, nochmal 25. Krass. Schön, danke. Und ich würde sagen, wir machen natürlich ein schönes Bild daraus. Von der Brücke? Vielleicht unter der Brücke durch. Kann ich unter der Brücke durch? Also ich könnte auch einfach so durchgehen. Nee, da sieht man das kaum. Schade, vielleicht auf der anderen Seite. Ich bin zurück und hab's sofort nochmal gemalt. Ja. Eine Feder. Was war das gerade? Keine Ahnung. Oh, noch ein Stock. Ah, hier ist es zu tief, oder? Das ist zu tief! Aber hier ist die Belichtung zu krass. Das sind Eulen. Okay. Kann ich mit euch quatschen? Nein. Überheblich wie Eulen halt sind. Oh, da drüben ist auch noch ein Fischer. Ich glaube, ich mach's von hier. So mit ein paar Seerosen noch. Aber da ist so ein Strauch der Nähe. Ab mit dem Kopf. Nee, stopp. Ah, wie sind wir noch? Hm. So ist es doch schon. Warte, dann. So. Hochkant. Ja, da hat man dann noch. Okay, vielleicht so. Ist das schön oder ist das schön? Oh, hi. Entschuldigung. Ich habe gerade die ganzen Fische verscheucht. Tut mir leid. Upsi. Was passiert, wenn ich einfach rübergehe? Wahrscheinlich nicht. Sechzig? Das ist ja mehr als ich hab. Ganz ehrlich, ich porträtiere den jetzt auch mal. Vielleicht will er dann das... Achso, ich brauche Blankets. Verdammt.
So richtig vorwurfsvoll hat er mich angeschaut, ja. Wie kannst du es wagen, jetzt so ein schönes Bild zu malen? Wieso kann ich das ja alles... vielleicht kann ich mir später auch so eine Kutte dann machen. Aus... Wurzel? Nee. Kann mir jemand... ich brauche... Bretter und Stoff. Aber ich habe doch voll viel Stoff bekommen. Ja, hier, ach. Ja, so, okay. Wo bekomme ich die... Ey. Sind da jetzt neue gespawnt? Ich brauche... Holz. Vielleicht, ich gehe mal zum Strand, vielleicht ist beim Strand irgendwas. Hat die Kleine ja mal gesagt, ne? Die ist da ein bisschen was zu finden ist. Achso, da gehe ich nur wieder runter. Zu dem anderen. Aber so Blankets konnte ich ja nicht kaufen, leider. Kann ich hier einfach den Zaun nehmen? Irgendwie Zaun abbauen? Oder ich gehe dahin. Mal schauen, wo es dahin geht. Voll die schönen Blumen. Die sehen ein bisschen aus wie Schmetterlinge. So mit ganz viel Fantasie oder so. Aha! Alt Lindo. Oh. Warum? Inspiration von was? Ah, Wasserfall vielleicht. So, zwei Holzblankets habe ich jetzt, glaube ich. Nice. Oh, süß. Neider die Wasserfüchsin. Celius bereitete seine Decke an einem sonnigen Fleckchen aus. Seine Wasserfüchsin Neider schnüffelte auf der Suche nach einem Nest voller Eier in der Gegend rum. Da sein Magen knurrte, zog er einen Beutel glasierter Kekse, und etwas Bärenwein aus dem Rucksack. Nadja heulte aufgeregt, sie hatte ein Nest gefunden. Mit einem ordentlichen Knirschen knackte sie ein Ei und leckte den Inhalt raus, bevor die Schale beiseite schob. Celios zog eine Grimasse, als sie sich an das zweite Ei heranmachte. So bezaubernd er Wasserfüchse fand, an ihren Essgewohnheiten konnte er sich einfach nicht gewöhnen. Ja. Heute schöne Buchcover. Also allgemein ein voll schönes Buch. Das auch? So. Es regnete. Was ist passiert? Eigentum von Julia Grauflügel. Es regnete seit mehreren Wochen tonnenweise Wasser in einem nicht abreißenden Strom. Sehr schön. Unser Zuhause stehte voller Eimer. Ja, okay, nicht schön, um die Tropfen aus den immer mehr werdenden Lecks aufzufangen. Ich nehme zurück. Wie sehr ich mich nach einem klaren Himmel sehne. Das unaufhörliche Tropfen raubt mir den Schlaf. Jeden Schlaf. Es ist eine Katastrophe passiert. Kurz nach der Sonnendämmerung letzte Nacht sind die Rotfedern von einem Ächzen und Knarren aufgewacht. Sie haben ihre Kinder gepackt und sind herausgerannt. Gerade noch rechtzeitig, bevor ihr Haus
von seinen Stelzen gekracht und ins Flussbett gefallen ist. Madame Bäckerin hat... süß! Madame Bäckerin hat angeordnet, dass wir ganz Lindau evakuieren sollen, bis wir Gelegenheit bekommen, unsere Häuser gegen die Fluten zu wappnen. Oh, schreckliche Nachrichten. Und das nur einen Tag, nachdem wir unser verlassen und ein Lager auf den Hügel aufgeschlagen haben. Unser gesamtes Dörfchen ist den Hang herab und in den Fluss gerutscht. Fast die Hälfte des Hangs ist vom Hügel gebrochen und hat mehrere Häuser mit sich gerissen. Was für ein schreckliches Unglück uns dieses Wetter gebracht hat. Bist sehr leise. Oder die Musik wieder sehr laut, okay. Ja, dann. Immer wenn ich lese, wird die Musik lauter, habe ich so das Gefühl. Ich mache mal die Musik noch ein bisschen leiser und lese einfach nächstes Mal lauter. Irgendwie so. Was? Ach so. Gut. War hier noch was sonst? Ich gehe auf den Gipfel und male ein Bild. Oh. Warte. Das sieht mir nach einem schönen Objekt an. Ja, wow, hier ist ein Weg. Super. Mit dem... Warte. Vielleicht mit dem Frack im Hintergrund? Und das versuchen wir dann dem Captain zu verkaufen. Aber ich weiß nicht, ob der das mag. Und ich weiß auch nicht, ob wir das zusammen auf ein Bild bekommen. Was ist das? Wir können alles aufheben, also fast alles, bis auf Glasfiolen. Die kann man gar nicht brauchen.